Wir stehen hier vor einer Arbeit des Schweizer Künstlers Franz Gertsch, Silvia II betitelt aus dem Jahre 2000. Eine Arbeit, die ein bisschen die Ikone der Sammlung des Museum Kurhaus Kleve ist, quasi umgangssprachlich unsere Mona Lisa genannt. Franz Gertsch ist ein wichtiger Vertreter der realistischen Malerei auf europäischer Seite. Vielleicht als amerikanisches Pendant entspricht ihm Chuck Close. Das sind die beiden ganz Großen, die sich dieser Realitätsergründung verschrieben haben. Und hier in diesem Falle hat Franz Gertsch das kunsthistorisch alte und wunderbare Thema des Porträts aufgegriffen und hat es ins 20. Jahrhundert hinein verlängert, indem er zum Beispiel diese monumentale Größe für das Porträt für sich entwickelt hat, die eigentlich singulär ist. Es gibt keinen anderen Künstler, der Porträts in dieser Größe ausführt. Das Besondere bei Franz Gertsch ist, dass er eben zwar im Umfeld des Fotorealismus der 70er Jahre genannt wird, aber er selbst für sich diese Bezeichnung immer abgelehnt hat, sondern sprach davon, er ist ein konzeptueller Realist, der versucht, die Dreidimensionalität der Wirklichkeit in die Zweidimensionalität des Bildes zu überführen und trotzdem alles das, was den lebendigen Glanz eines Gesichts, eines Blickes ausmacht, einzufangen. Und das ist ja eines der ursprünglichen Aufgaben der Porträtkunst, einen Menschen zu erfassen in seiner spezifischen Wesenhaftigkeit, auch in dem Moment, in dem er porträtiert wird, denn das ist sozusagen der Garant für die Unsterblichkeit. Der wirkliche Mensch ist der Vergänglichkeit unterworfen, aber im Bild ist diese Frau für immer in dieser jugendlichen Schönheit fixiert.